Und das Mädchen wieder. Oh, die sieht gerade nicht gut aus. Ja, Megumi ist wieder fleißig, aber Mann, sie sieht nicht gut aus.大丈夫か。あんまり調子良くなさそうに見えるが。あ、おじさん。全然平気だよ。なら、いいけどよ。あんま無茶すんじゃねえぞ。マー君のためにももっと頑張らないといけないし。おい、めぐみ。めぐみ。 Die Sprecherin von Haruka, die auch gesprochen? Das Uchiha hörte sich nämlich so ähnlich an. Erinnere ich mich bestimmt. ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。あなた、もしかして春日さんですか？なんで俺のことを？めぐみから話は聞いてます。親切な地理地理頭のお兄ちゃんがいるって。そうか。おかげさまでお金も集まるようになったみたいで、本当にありがとうございます。 もっと早くお礼にお伺いしたかったのですが。気にすんな。それよりめぐみだ。弟のためとはいえ、いくらなんでも頑張りすぎじゃねえか。実は家内とお金の話をしていたのですが、それをめぐみにも聞かれていたようで。自分がなんとかしないとと思ったんだと思います。今日来たのも学校から連絡があったからなんです。最近 めぐみが学校に来ないことが多いって、学校に行かず募金活動をしていたとは、親なのに気づいてやらなくて我ながら情けないです。あんたもあんま思い詰めんなよ。はい、ありがとうございます。ああ、もうそろそろ仕事に戻らないと。改めて今日はありがとうございました。それでは。 Jo, Megumi! Geht's dir besser? Oh, Kasukasan! Ja, mir geht's wieder gut. Keine Spenden heute, hm? Machst du eine Pause? Oh, nein. Die haben gesagt, ich muss es nicht mehr machen, weil wir das Geld jetzt haben. Das heißt, dass Markun bald operiert wird. Oh. Sie haben das Geld schon? Wie zur Hölle haben die das so schnell geschafft? Du scheinst dich aber nicht gerade darüber zu freuen. Stört dich was? Naja, es geht um meinen Vater. Er geht in letzter Zeit immer zu Central Street, wenn er eigentlich in der Arbeit sein müsste. Woher weißt du das denn? Ich habe ihn da auf dem Heimweg von der Schule gesehen. Ich fand es komisch, dass er nicht auf der Arbeit ist. Also bin ich ihm nachgegangen. Danach ist er in ein dunkles Gebäude mit total gruseligen Typen gegangen. Megumi, wenn du ihn da noch einmal siehst, dann geh nach. Nicht nach. Was? Aber ich mach dir wegen deinem Vater keine Sorgen. Ich schaue mal nach, ob es ihm gut geht. Okay, alles klar. Central Street, okay. Central Street ist... Wo ist das?
Nein, ich will jetzt nicht kämpfen. Hey, das ist Megumis Vater. Und da ist irgendein Typ bei ihm. Wer ist das? Irgendein? Das sind drei. Hast du die Dokumente und dein Siegel? Ja. Wenn das so ist, dann geh nach oben. Dürfte ein Kinderspiel sein, dem Typen das Geld rauszupressen. Ja, vor allem, wo er sich so stresst wegen den Arztrechnungen für seinen Sohn. Papa? Megumi, was machst du hier? Es tut mir leid, ich habe mir einfach Sorgen um meinen Vater gemacht. Okay, musst du nicht wirklich. Ich passe auf ihn auf. Und stempel jetzt einfach hier dein Siegel. Wir wünschen deinem Sohn eine gute OP. Okay. Jo, Moment mal. Kazuka-san. Wer zur Hölle bist du denn? Siehst du nicht, dass wir beschäftigt sind? Idiot, deine Tochter macht sich Sorgen um dich. Ist dir das klar? Moment, ist irgendwas mit Megumi? Sie hat dich auf dem Heimweg von der Schule hier reingehen sehen. Sie ist zwar noch ein Kind, aber sogar sie weiß, dass dieses Haus nichts Gutes bedeuten kann. Ich will dir nicht sagen, wie du dich um deine Familie kümmern sollst. Das ist dein Job. Aber ich würde nicht die Zukunft meiner Familie zerstören, nur um ihr heute zu helfen. Nicht, wo Megumi sich so angestrengt hat. Alles klar, Dark. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und danke, dass du da warst. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber wenn du kein Kunde bist, dann verschwinde gefälligst. Oh, ich gehe, keine Angst. Wir gehen beide. Tja, was für eine Zeitverschwendung. Unser Vertrag muss wohl warten, bis wir uns um unseren ungebetenen Gast gekümmert haben. Vielleicht hilft dir das ja bei deiner Entscheidung. Ha, hast du dir den Spruch ganz alleine ausgedacht? Jungs! Wäscht mit dem Arschloch den Boden auf! Es tut mir leid, es war dumm von mir, von den Typen Geld leihen zu wollen. Du wolltest dich eben um deine Familie kümmern. Aber es ist ja alles gut. Papa! Megumi! Geht's dir gut? Haben sie dir wehgetan? Nein, alles gut. Es tut mir so leid, dass ich dir Angst gemacht habe. Hör mal, Megumi. Ich weiß, ich habe gesagt, du musst keine Spenden mehr sammeln. Aber da lag ich wohl falsch. Darf ich dich also wieder um deine Hilfe bitten? Na klar. Danke, Megumi. Mein Vater wird sich auch richtig anstrengen. Kazuka-san, danke, dass du meiner Familie geholfen hast. Wir werden weiter Geld für Masashis Operation sammeln. Gemeinsam. Oh? Wie viel fehlt euch eigentlich noch? Naja, ich habe mich wirklich ins Zeug gelegt, sodass uns nur noch 1 Million fehlt. Aber uns läuft die Zeit davon. Oh. In welchem Krankenhaus liegt dein kleiner Bruder eigentlich? Hä? Oh, im Central Hospital. Im Nachbarort. Alles klar. Vielleicht gehe ich ihm mal Hallo sagen. Gerne.
Schließlich stehe ich in deiner... nein, unsere ganze Familie steht in deiner Schuld. Marco würde sich bestimmt sehr freuen, dich zu sehen. Naja, wir gehen dann mal. Vielen Dank für deine Hilfe. Halt. Zero Hospital im Nachbarort. Tja, da muss ich erst irgendwie 1 Million zusammenkratzen. Tja, da ich 4.690.000 habe, ist das kein Problem. Let's go! Kein Marker. Komme ich da mit einem Taxi einfach hin? Oder sehe ich den Marker einfach nur nicht? Welches Zimmer liegt Megumis Bruder? Scheiße, ich habe mich verlaufen. Zao, kann ich vielleicht helfen? No. Ja, ich will einen Jungen namens Masashi besuchen. Aber ich weiß nicht, in welchem Zimmer er liegt. Du müsstest dich bitte zuerst beim Stationsempfang anmelden. Danach helfe ich dir gerne weiter. Oh, klar. Entschuldigung. Ich kenne mich mit sowas nicht aus. Nein, nein, kein Problem. Aber Masashi-kun ist gerade eingeschlafen. Du musst also vielleicht etwas warten, bis er wieder wach ist. Könntest du Masashi dann einfach das hier von mir geben? Klar, gerne. Aber willst du ihn nicht selber sehen? Ja, ich will ihn nicht aufwecken. Oh. Wobei es sich auch nicht richtig anfühlt, ihm einfach das viele Geld dazulassen. Ich schreibe ihm einen kleinen Brief. Entschuldigung, ich schreibe ihm kurz eine Nachricht. Oh. Okay, cool. Gib ihm das bitte, wenn es geht. Mach ich. Ach ja, wenn du dich noch kurz anmeldest, bitte. Anmelden, was ist denn das? おお。やけに今日は元気じゃねえか。あのね、マックの手術成功したんだ。これからお見舞いに行くの。本当か。よかったじゃねえか。ええ。それでね。これ。これ。
マー君のためにお金をくれた人からのお手紙なんだ。おじさんにも聞いてほしくて。 家族で互いを思い、支え合う姿に心を打たれました。 Kleine Spende. このお金はほんの気持ちです。 マサシさんのために使ってあげてください。 今まで頑張ってきた以上に、これからは皆さんが家族の時間を過ごせるよう陰ながら応援しています。だって頑張ってきてよかったよ。 よく頑張ったな。弟の手術が無事に終わったってことは、もう募金活動も終わりか。ううん。マー君のことを助けてもらった分、今度は私が他の人を助けてあげたいって思うの。だから募金は続けるよ。そうか。恵みらしいな。きっとその手紙くれたやつも喜んでると思うぜ。 あなた、そろそろ。ああ、もうこんな時間か。それでは春日さん、いろいろありがとうございました。おう、またな。おじさん、本当に。 ありがとうね。え、あ、それじゃあ。あいつ、なんだか初めて会った時よりも大きくなった気がするな。いい姉貴になるんだぜ。頑張れよ、めぐみ。Poundmates. Megumi als Poundmate. Das ist irgendwie interessant. Sie wird wahrscheinlich uns mit Heilung oder so irgendwas supporten, wahrscheinlich. Eine Nebenmission haben wir noch und dann geht's wieder hier Story weiter. Glaube ich. Warum stehen da jetzt ein... この辺でしょ？仮面の殺人鬼が出るとこ。うん。あ、あの看板。動画で見たのってあれじゃない？うわ、本当だ。やばいやばい。聖地来ちゃったよ。写真アップしたらあっちも見に行こう。本物いるかもよ。だね、行こう行こう。聖地だってよ。 これが映画やドラマの聖地ってんなら儲けにもなるけど、殺人鬼じゃな。みっちゃんとこの店なんて逆にそのせいで予約キャンセルが出たらしいぜ。マジかよ。
迷惑な噂だな本当。仮面の殺人鬼の聖地、そんな奴がこの辺に出るのか。あの天使に聞いたら何かわかるかもな。Der maskierte Mörder. Hier läuft irgendwo ein maskierter Killer rum. Könnte nicht schaden, sich mal umzuhören. Na, hey, hast du kurz Zeit? Hm? Kann ich dir irgendwie helfen? Wir haben noch nicht geöffnet. Weißt du irgendwas von einem maskierten Killer? Ich habe vorhin sowas gehört und bin neugierig geworden. Ist das nur ein Gerücht? Oder stimmt das echt? Wer weiß? Ich habe den Typen selber noch nie gesehen, aber das Gerücht gibt es wirklich. Jemand hat ein Foto gemacht und ins Internet gestellt. Da ist natürlich eine riesige Sache draus geworden. Plötzlich kommen lauter Leute, die ein Foto von einem Mörder machen wollen und... Ich habe kaum noch Kundschaft. Was alles? Das Gerücht hat also einfach von alleine angefangen, sich zu verbreiten? Hm. So ist das eben mit dem Internet. Aber trotzdem. Oh? Ist dir wer eingefallen? Naja, ich habe mir das Foto auch angesehen und es war definitiv von irgendeinem zwielichtigen Typen und wurde definitiv in dieser Gegend gemacht. Inwiefern zwielichtig? Naja, ein großer Typ mit einer... blutbespritzten Eishockeymaske und sowas wie eine Axt in der Hand, der drüben in Fukutokucho stand. Klingt schon echt nach einem Mörder. So sieht es jedenfalls aus. Aber ich habe keine Zeit, nach jemandem zu suchen, den es vielleicht gar nicht gibt. Und selbst, wenn ich ihn finde, bringt er mich wahrscheinlich nur um. Hey. Schwer für die Leute sein, wenn es so ein Gerücht umgeht. Ja, echt ätzend. Aber sag mal, mir fällt gerade auf, dass du eigentlich ziemlich tough aussiehst. Und nachdem du hier mitten am Tag herumkasperst, hast du wahrscheinlich auch viel Freizeit, oder? Moment mal. Entschuldige, ich wollte dich nur etwas fragen. Ich soll den Mörder suchen? Woher weißt du das? Meinst du, du könntest uns helfen? Es tauchen keine Leichen auf oder so, aber es ist gruselig. Und ich will nicht noch mehr Kunden verlieren. Ich belohne dich auch für deine Mühe. Was sagst du? Hilfst du mir? Es kann auch sein. Ein maskierter Killer im Einkaufsviertel, das ist schon echt schräg. Gut, ich bin auch neugierig. Also recherchiere ich mal ein wenig. Wirklich? Ist ja super. Mir gehört übrigens der Laden hier. Ich heiße Saito. Und du bist? Oh. Ich bin Kasuga. Tja, Kasuga-san. Es tut mir leid, dich damit zu... Ah. Der Mörder taucht angeblich nachts in Fukutokucho auf. Vielleicht kannst du der Sache auf den Grund gehen. Wenn du... Wakatta. Fukutokucho bei Nacht, ja, alles klar, ich gebe Bescheid, wenn ich etwas finde. Da steht X. Ich drücke aus Versehen zur Seite, geht der Text weg. Und manchmal lese ich zu langsam, da geht der Text weg. Ist so eine beschissene Mechanik. Wer denkt sich das aus? Ganz ehrlich. Hmm.
So, und was muss ich hier machen? Ich habe keinen Marker, nichts. Ohne Marker bin ich verloren. Okay, das geht also nicht tagsüber, lese ich gerade. Das heißt, wir müssen Story weitermachen.